Ich habe auch nicht vergessen, wie FDP-Justizminister Herbert Mertin am 15. Mai 2019 bei einem Empfang an der Wormser Hochschule dem an das Oberlandesgericht Koblenz strafversetzten Thomas Bergmann für seine Verdienste als Direktor des Amtsgerichts Worms gedankt hat. Herr Bergmann, dafür können Sie mich ja wieder verklagen. Sie haben als Richter gegen das Befangenheitsrecht verstoßen und mich rechtswidrig 8 Tage in Untersuchungshaft geschickt. Freiheitsberaubung ist ein Verbrechen. Wer jemanden der Freiheit beraubt, ist ein Verbrecher. Richter Thomas Bergmann, Sie haben mich meiner Freiheit beraubt. Sind Sie, Richter Thomas Bergmann, auch mit einem Sitz beim DFB-Kontrollausschuss ausgestattet und nun auch Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Koblenz, folglich nicht ein perfider Verbrecher, der auf die Anklagebank des Amtsgerichts Worms gehört? Herr Bergmann,